was ist das denn? Okay. Oh, das sieht voll schön aus. Was ist das da? Das sieht mir nicht mehr normal aus. Da zum Beispiel, sowas brauche ich. Da irgendwo hoch. Hier vielleicht. Ja. Ein Maschinenköder. Dachte ich mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Silo-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Nach Protokoll aus. Von etwas namens De Julius. Eine Zenith-KI? Da steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Vielleicht auch einfach komplett kaputt machen. Sonst schaltet es wieder jemand an. Ich leite! Zu unserem Schweinchen, oder? Das müsste doch da irgendwo liegen. Am I blind? Wo haben wir das kaputt gemacht? Weil ich muss ehrlich gesagt auch mal meine Beutel aufdingsen. Wenn ihr nicht eh schon gedacht habt, boah, was ist los mit der? Warum macht ihr das nicht? Oh Gott. Ist nicht mal ein Geräusch rausgekommen. Vogel. Bist du noch mal gut davon gekommen? Take it, take it, take it. Nö, nicht diese Affen. Du Goat. Komm, glitsch dich hoch, Eloy. Ich weiß, dass du das kannst. Danke. Very interesting. Ich sollte hier hochklettern können. Die Umgebung gefällt mir. Wirklich sehr schön. Hallo? Okay. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Nein! Frostmunition könnte hier helfen. Wo? Nee, wo bin ich hier schon wieder?
Wer hat das Licht ausgemacht? Toll. Wirklich schön. Vorrat ist da irgendwo da drin. Ja. Okay. Oh Mann, ey. Nee. Also, hier ist ein Babyzahn. Und Donnerkiefer. Warum haben die eigentlich nicht mehr volles Leben? Glaubt ihr etwa, ich schaffe das sonst nicht, oder wie? Nämlich persönlich. Cousin? Was haben wir hier? Säurekanister? Ich spüre, wie der Boden unter diesem Koloss von Maschine bebt. Da unten ist irgendwas da. Koloss an Maschine. Um Gottes Willen, bitte geh weg. This was a big mistake. Wo war das Loch? Oh mein Gott. Lara, dein Fell kommt zwischen Finger und Kontrolleur. Aua. Junge, was war das denn? Sie suchen nach mir. Ja. Natürlich. Und was war das für ein Kack? Macht er das? Ich glaube, es hackt. Also, kannst du bitte... Aber warum? Dann muss ich wohl hier schauen, was die Schwächen sind. Dings. Was haben wir hier? Oh, Babyzahn. Frost. Frost. Und Dings. Du bist ein scheiß Arschloch. Nicht auf.
Jesus. Stopp doch jetzt! Das hat den anderen irgendwie gar nicht gejuckt. Hola, señor. Was ist das? Ruhig, Aloy. Erledige die Maschinen. Na toll. Na toll. Okay, die Push. Gefällt dir das? Was einfallen? Eat! Dammit. Ja, ich bin hier. Ich muss das da aufladen. Das war nämlich ganz gut. Maschine ist anfällig. Ah! Junge, was war das denn bitte? Was geht mit dir falsch? My lord. Oh. Einen Köder. Yes. Okay. Hello, 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 hello. Kühlsaft. Keine Ruhe. Ja. So. Ich mal hier wieder alles auffüllen. Ich muss echt mal mehr so Tiere umbringen. Like, ich will es nicht, aber ich muss mir Taschen machen. Like, I'm sorry, but I have noch ein Köder. So. Ich sollte mich darum kümmern. Das machen wir. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Spannend. Okay, da oben. Ich habe gesehen, dass man hier irgendwo hoch kann. Wo war's?
Jui. Girl, what? Ja. Mach, was du für richtig hältst, Aloy. Speed! Spannend. Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Natürlich musst du das, weil wir können uns ja nicht vorbeischleichen. Feuer. Naja, das sind jetzt wenigstens kleine. Gab's doch noch mehr, oder? Die so. Oh ja. Feuer. Feu. Ab ist wohl noch. Da kommt das andere Viech. Was willst du von mir? Bleib mir weg mit deinem Gift. Wer hat da gerade geredet? Ich habe nämlich gar nichts gehört. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Mhm. Es gibt aber noch so einiges hier zum Mitnehmen. So. Dann rede ich noch mit dem einen, wo auch immer. Er ist. Ich habe schon wieder einen Menschen übersehen. Eine der Vermissten der Nacht. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal frei machen. Du musst eine der vermissten Tenakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenala. Sind sie... Kenala lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveta... Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehen! Wir dürfen die Dinger töten? Ekel. Was sind sie? Oh, weia. Aloy, warum... Warum läuft sie gerade so komisch?
Ich treffe nicht! Okay, Planänderung. Was denn noch? Hallo? Hallo? I'm screaming! Sag mal, was soll denn das? Ich bin noch im Kampf. Sag mal, wo ist hier eigentlich? Dann kann ich den Köder überbrücken. Schon wieder keine Munition. Mein Weg. Boom. Ich werde nach Iveka sehen. Ich sollte den Ja, okay. Damit keine Maschinen mehr hergelockt werden. Lass mich hier erstmal. Okay, ab geht's. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich habe eine Aufgabe für dich. Klopf und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Tal sicher ist. Evira, das Tal ist sicher. Wissi. Unsere Streiterin vernichtet jede Maschine. Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen... unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste. Sind die von Ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal.
Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. Okay, cool. Da haben wir das geschafft. So. Wir haben hier noch ein unbekanntes Lagerfeuer. Da oben irgendwo. Nicht da irgendwo hoch? Yes. Entdeckt Lagerfeuer. Ja, perfekt. Da müssen wir dann wahrscheinlich runter. Deine Krallen, Alara. Du willst gehen? Bitte reiß mir nicht meine Kopfhörer runter, danke. Schön. So. Da geht's runter zum Strand. Schön geleiten. Was auch immer das da ist. Waren wir da schon mal? Creepy. Oh, Jesus Christ, what are you doing? Was ist das? Bin ich? Es ist wie so eine Fledermaus. Rostmunition bringt hier nicht viel Schaden. Schreckflügel. Aber sowas müssen wir doch. Warte mal, da gibt's doch hier. Habe ich in den Aufgaben. Spitzenschreckflügelherz. Spitzenschreckflügel. Als ob es das nicht gefunden hat. Ja, danke. Okay, ja, scheinbar nicht. Das ist auch eins. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Mama, Hilfe, hat es mich gerade erschrocken. Aber wo ist das? No.
Naja, ich hab's auf jeden Fall entdeckt. Okay.